Also aus meiner Sicht ist diese Ein-Personen-Regel ist ein Sonderfall der Regeln, die in der Verordnung drinstehen. Man muss da unterscheiden zwischen drei Ebenen in Wahrheit. Es gibt einerseits das, was von der Regierung kommuniziert wird, es gibt das, was wirklich in der Verordnung steht und es gibt das, was allenfalls verfassungs- und gesetzlich zulässig ist. Ich spreche über das, was in der Verordnung drinnen steht, ungeachtet dessen, was die Kommunikation ist im Moment. Sollte aber eigentlich das Gleiche sein. Ja, theoretisch sollte das Gleiche sein und würde natürlich auch das Verständnis fördern von den Menschen, die das anwenden müssen. Im Idealfall sollte eine Verordnung rechtswirksam sein, verfassungskonform und die Leute sollten sie, wenn sie sie lesen, auch verstehen. Das bin ich mir nicht sicher, ob das im Moment der Fall ist, weil manche Regelungen sogar für die Juristen schwer zu verstehen sind. Ja? Und diese Ein-Personen-Regel, über die sehr oft gesprochen wird, die ist ein Unterfall in diesen Ausnahmen von der Ausgangssperre. Bei der Ein-Personen-Regel, die auf diese Bezugspersonen Bezug nimmt, da geht es darum, darf man Bezugspersonen, die jetzt nicht Familie sind, also sehr enge Freunde, Kontaktpersonen im weiteren Familienkreis, darf man die weiter bei sich zu Hause auch treffen. Und da steht in der Verordnung wörtlich, dass es erlaubt ist, einzelne wichtige Bezugspersonen, also im Plural steht das in der Verordnung, mit denen in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt gepflegt wird, treffen darf. Ja, allein aus der Verordnung geht nicht hervor, dass das genau eine Person sein kann, sondern es heißt in Wahrheit wenige Personen. Also sicher nicht zulässig ist, große Feier, die Wohnung gesteckt voll bis unter das Dach, das ist sicher nicht gewollt und würde der Intention auch widersprechen der Verordnung. Aber ob jetzt genau eine Person eine andere trifft oder umgekehrt, das kann aus meiner Sicht keine Rolle spielen. Und das wäre auch nicht eine gesetzeskonforme Interpretation, weil im Gesetz stehen ganz genau die Ausnahmen, also ich spreche da vom Covid-Maßnahmengesetz, auf dem diese Verordnung beruht als zweite Stufe. Und im Covid-Maßnahmengesetz stehen die Ausnahmen sehr genau drinnen und dass die Verordnung darf zusätzliche Ausnahmen machen, aber es darf von den Ausnahmen, die im Gesetz stehen, nichts wegnehmen. Und das würde ja gemacht werden, wenn man plötzlich sagt, okay, die Grundbedürfnisse des täglichen Lebens, also ein hypothetischer Fall, wenn man in die Verordnung hineinschreiben würde, das Treffen von den Eltern oder des Ehepartners ist trotzdem verboten, das wäre ganz klar rechtswidrig. Und so wie wir es jetzt haben, die Einschränkung sozusagen auf Bezugspersonen, die mehrmals wöchentlich getroffen werden, ist auch schon sehr, sehr eng. Macht aber aus meiner Sicht kein großes Problem, weil in der Verordnung steht, das sind nur Beispiele. Das sind Beispiele, die ganz jedenfalls zulässig ist. Wenn einer dieser Fälle vorliegt, ist man auf jeden Fall heraus aus den Problemen. Wenn das nicht da ist, dann muss man genau überlegen, ist das wirklich ein Kontakt, der so wichtig und so eng ist, dass es diese Ausnahme rechtfertigt. Das muss man im Einzelfall beurteilen, das geht nicht anders.